Hallo und herzlich willkommen. Darf ich euch und Sie begrüßen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Alemannia Aachen am Sonnabend um 14 Uhr. Wir rechnen mit 24.000 Zuschauern. Wer gut mitrechnen kann, weiß, es gibt noch ein paar Tickets. Die Tageskasse öffnet um 12 Uhr, das Stadion auch. Also wer sich spontan entscheiden sollte, mit dabei zu sein, kann das gerne tun. Es gibt noch ein paar Tickets. Herzlich begrüßen darf ich wie immer unseren Cheftrainer Bernd Hollerbach. Bernd, sieht ganz gut aus. Wir haben aktuell, glaube ich, nur einen verletzten Spieler. Bring uns mal auf den aktuellen Stand. Ja, moin erstmal in die Runde. Sieht nicht schlecht aus, aber auch nicht ganz gut. Also der Dominik Lanius hat sich ja leider im Testspiel gegen Phoenix Lübeck wieder das Innenband gerissen im Knie. Das ist natürlich bitter und auch für ihn bitter, weil er hat es diesmal ja konservativ versucht, ohne Operation, hat er sich entschieden. Und jetzt hat er sich halt entschieden, dann jetzt das doch zu operieren. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung und das ist natürlich ja, nicht schön für uns, nicht schön für ihn. Der wird sicherlich jetzt dann nach der OP wahrscheinlich dann auch länger ausfallen. Und dann ist noch Cedric, der nach dem Auerspiel wieder mit den Adduktorproblemen hatte, den haben wir auch rausgenommen. Der wird wahrscheinlich auch ausfallen, Cedric Harenbrock. Und dann ist noch King Manu, der ist jetzt auf einem guten Weg. Ich glaube, da ist jetzt Endspurt. Ich denke, nur ein, zwei Wochen und ist er auch wieder dabei. Ansonsten sind alle an Bord, alle fit und haben jetzt auch in der Länderspielpause mal die Zeit genutzt, allen wieder ein bisschen Spielzeit zu geben, die jetzt ein bisschen hinten dran waren. Von daher ja, stehen alle zur Verfügung. Okay, dann wünschen wir natürlich Dominik und Cedric erstmal gute Besserung, auf dass sie schnell wieder fit sind und auf die Beine kommen und machen dann auch gleich weiter mit euren Fragen. Sven hat das Mikro und ist sofort bei euch, wenn jemand die Hand heben sollte. André Gericke von den NNN. Ja, Hollerbach, Sie hatten ja über Cedric Harenbrock schon öfter mal gesprochen, dass er dass sich so ein bisschen gezogen hat, er vielleicht herkommen müsste. Wie gehen Sie mit ihm jetzt um? Geht er mal länger jetzt raus oder wie? Ja, wir haben jetzt so einen Fahrplan erstellt mit einem Spezialisten, dass er jetzt, der ist jetzt auch schon zwei Wochen, glaube ich, bei ihm. Aber es ist nicht so schlimm, nur wir haben jetzt halt dann auch die Entscheidung getroffen, dass er diesmal ganz weg muss, also dass er total schmerzfrei ist und gar nichts mehr hat, weil es zieht sich einfach jetzt schon so lange bei ihm. So dieses Rein und Raus, das gefällt mir auch nicht so. Er kam ja schon verletzt von Essen an und dann ja, wollen wir jetzt dahin kommen, dass wir ihn jetzt einfach mal hundertprozentig fit kriegen, dass er so lange raus ist und dann vielleicht noch ein paar Tage länger, dass er dann jetzt auch dann richtig stabil ist. Und ja, es ist jetzt nicht so schlimm, aber ja, so dieses Rein und Raus, das glaube ich, macht wenig Sinn. Deswegen wollen wir es jetzt mal richtig auskurieren. Ich sag mal, er hat ja sein Vermögen schon angedeutet in den Einsätzen, die er gemacht hat. Wie schwer wiegt denn der Ausfall generell? Ja, Sedi brauchen wir nicht reden, ist einer unserer besten Fußballer. Also er hat auch letztes Jahr bewiesen, auch, dass er halt torgefährlich ist. Und er ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Und ja, er fehlt uns natürlich schon, das ist keine Frage. Aber ja, wir haben das immer wieder, die ganzen Schwierigkeiten, die wir jetzt hatten seit Anfang an, haben wir es immer wieder als Mannschaft aufgefangen und das werden wir diesmal auch wieder hinbekommen. Ich würde gerne mal auf den Sturm zu sprechen kommen. Sie haben jetzt mit Haugen und Naderi so ein Sturmduo, sag ich mal, gefunden. Können Sie vielleicht die mal so ein bisschen charakterisieren, was vielleicht auch das Zusammenspiel untereinander so vielleicht so wertvoll macht? Ja gut, der eine, der Große, der Rhein, der will die Bälle gern. Ja, der kommt gerne entgegen, kann die Bälle gut halten und Sigi ist eher einer, der in die Tiefe geht, der gerne tiefe Läufe macht, der schnell ist, der unberechenbar ist, nicht nur für den Gegner, auch für uns. Und die haben sich jetzt gefunden, die sind nicht gleich, ja, sie sind verschieden und es ist immer gut. Und sie verstehen sich auch, glaube ich, so außerhalb des Platzes gut, das merkt man, das spielt sich jetzt immer besser ein, so wie alle sich jetzt eigentlich ein bisschen besser einspielt bei uns jetzt, wo alle komplett sind. Es wird stabiler, der Glaube kommt wieder zurück und dann merkt man halt auch bei den zwei, dass sie sich gefunden haben und hoffentlich dann auch wieder jetzt am Samstag Tore für uns schießen. Sie haben gerade so gegrinst, als Sie über Sigurd Haugen gesprochen haben. Ist das so ein Spieler, der Ihnen wahrscheinlich auch Spaß macht, wenn Sie ihm zuschauen? Oder? Ja, manchmal macht er mir Spaß, manchmal ja, ist er, wie gesagt, halt unberechenbar. Er ist halt ein bisschen hyperaktiv, aber es einfach bringt ein Element in unser Spiel, das wir vorher nicht hatten. Und das macht ihn wertvoll für uns.
Sie treffen jetzt auf einen Aufsteiger, der ja zuletzt auch nicht so regelmäßig gepunktet hat. Sie haben jetzt, glaube ich, 3 Unentschieden und davor ein Spiel verloren. Wie schätzen Sie ein? Sie kommen ja wahrscheinlich nicht mit der Euphorie mehr, die Sie vielleicht am Anfang hatten, oder? Ja, da war ich vorsichtig. Es ist eine ganz gute Mannschaft. Da ist auch Kontinuität in Aachen. Die sind zusammen aufgestiegen, da sind die Abläufe klar. Also sie haben jetzt auch in Dresden ein klasse Spiel gemacht. Sie ist ganz, ganz physisch starke Mannschaft, die sich als Einheit präsentiert, die ganz, ganz schwer zu schlagen sind. Und die dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Also die fighten, ja, da müssen wir den Fight annehmen und dagegen halten. Also das wird ein schwieriges Spiel, die sind nicht leicht zu schlagen. Dankeschön. Stefan Ley vom NDR Fernsehen. Sie haben es gerade gesagt, die Abläufe spielen sich immer mehr ein. Wie schwierig ist es jetzt für die, die auf der Bank sind, sich reinzuspielen in die Startelf aktuell? Ja, so das Große, das Grobe hat sich jetzt ein bisschen gefunden, aber trotzdem, wie gesagt, sind jetzt auch wieder eine englische Woche. Wir spielen jetzt wieder Samstag, dann Dienstag, dann wieder Samstag. Also es werden alle gebraucht, das wissen die Jungs auch. Und das war jetzt auch immer Stärke von uns, jetzt auch, wo der eine oder andere mal von draußen reinkam und dann noch jetzt dann frischen Impuls gegeben hat, dass alle gebraucht werden. Und wir brauchen auch alle. Man sieht es mit den Verletzungen. Jetzt kommen die gelben Karten dazu, jetzt werden die Plätze tief. Ja, da ist ein bisschen anders jetzt wie am Anfang. Also wir haben keinen großen Kader, wir haben nur 20 Leute. Also, und halt ein paar Jungs dabei, ein paar Junge noch. Und es werden alle gebraucht und die Stimmung ist gut, auch die hinten dran sind. Die haben jetzt ihre Zeiten bekommen, auch gegen Phoenix Lübeck. Jetzt im Pokal habe ich dann wieder Dietz oder Kron oder jetzt die alle mal gebracht, dass sie wieder mal ein bisschen Praxis bekommen. Und ich glaube, das Miteinander bei uns ist sehr gut und es ist auch eine wichtige Basis, um jetzt dann dran zu bleiben. Man sollte ja vor der Länderspielpause oder nach dem letzten Spiel gegen Aue Bilanz gezogen werden. Waren Sie da dabei, als die Führung das getan hat? Und was waren so die wichtigsten Erkenntnisse? Das weiß ich nicht, ob da Bilanz gezogen wurde. Also müssen Sie die fragen, die Bilanz gezogen haben. Also, ja. Also mit Ihnen hat niemand danach gesprochen? Nee. Okay. Also wir sind immer so im Austausch mit allen Verantwortlichen, aber jetzt, was Spezielles habe ich jetzt nicht irgendwie gehört. Haben Sie was gehört? Nee, deswegen frage ich. Also, das sein können, dass Sie besser informiert sind wie ich. Vielleicht noch eine Frage zum Spiel gegen Aachen. Da kommt ein Aufsteiger. Wir haben gehört, sehr, sehr volles Ostseestadion. Können die Fans da erwarten, dass Hansa so auftritt, dass man klar das Spiel an sich reißt, dominiert? Ja, wie gesagt, es wird nicht einfach, weil der Gegner auch nach vorne verteidigt, die pressen hoch. Also man hat nicht viel Zeit am Ball. Also ja, wir müssen dann schon auch, wie gesagt, die Lücken finden da. Das wird nicht leicht. Also sie haben, glaube ich, ganz, ganz wenig Gegentore gekriegt und sind sehr aggressiv. Und da geht es erstmal darum, die Reihenfolge einzuhalten. Erstmal den Kampf anzunehmen und dann Fußball spielen und nicht umgekehrt, weil es geht meistens schief. Also wir müssen da schon richtig dagegenhalten und dann uns versuchen, unser Spiel durchzudrücken. Und dann hoffentlich auch, sie lassen nicht viel zu, ganz wenig Torchancen, ist ganz schwer gegen die Mannschaft ein Tor zu machen. Dann auch effektiv sein und dann auch, wenn wir die Chancen haben, sie wieder zu nutzen. Also es wird kein Spaziergang. Also gehen Sie es erstmal eher defensiv an, verstehe ich Sie da richtig? Das hat mit defensiv und offensiv nichts zu tun, sondern wir spielen ja mit 2 Stürmern. Ja, das hängt immer ein bisschen auch immer vom Gegner ab, wie man spielt. Ja, und wir versuchen nach vorne zu spielen, wie wir es immer gemacht haben. Und wir haben in jedem Spiel gute Chancen und haben sie jetzt genutzt und wollen dranbleiben. Tommy Bastian von der Ostsee-Zeitung. Ja, hallo Trainer. Tommy, ich würde einmal zurückgehen an den Anfang. Sie haben Dominik angesprochen. Den kennen die Fans noch gar nicht so richtig, weil er ja zu wenig gespielt hat. Und wir auch nicht, weil wir auch wenig mit ihm gesprochen haben. Wie geht er damit um, dass er jetzt so ein Wechselbad der Gefühle verletzt? Dann ist er Papa geworden, positiv, jetzt wieder verletzt. Wie erleben Sie ihn? Ja, eigentlich ist er ein super feiner Mensch. Und er ist jetzt aber auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, da war er jetzt schon richtig geknickt, nachdem das wieder passiert ist. Und er war jetzt auch richtig enttäuscht von allem und weil er sich halt entschieden hat, es damals nicht operativ zu machen, sondern konservativ.
Und ja, aber trotzdem ist er menschlich und auch in der Kabine, obwohl er nicht viel gespielt hat, ein ganz feiner Junge, der hier klasse zu Hansa passt. Und wir unterstützen ihn jetzt alles, der kriegt unsere volle Unterstützung. Und wir sind bei ihm, also wir lassen ihn nicht alleine. Und wir drücken ihm alle die Daumen, dass er schnell wieder da ist, weil er halt auch einfach auch uns fußballerisch auch weiterbringt, von seiner Kopfballstärke her, da wieder ein Element und von seiner, ja, es ist eine Persönlichkeit, muss man sagen. Und mir tut es unheimlich leid für den Jungen, weil er so hart gearbeitet hat, wieder ranzukommen. Und dass das jetzt wieder passiert ist, ja, ist nicht schön, aber wir sind bei ihm. Ist es, können Sie vielleicht kurz darauf eingehen, ist es das gleiche Knie dann oder ist es das andere Knie? Oder ist ja oft bei Knie, dass dann die andere Seite mehr belastet wird, ausgleicht und dann verletzt man sich da? Das ist das gleiche Knie wieder. Also wir, in der Halbzeit habe ich ihn gefragt gegen Phoenix Lübeck, wie es ausschaut. Er hat gesagt, nee, er kann noch 10, 15 Minuten spielen. Ich sage, das ist genug. Wir bauen dich langsam auf, bleibst drin, Halbzeit. Und am nächsten Tag kam er, hat Schmerzen gehabt. Also er wollte eigentlich weiterspielen. Und dann am nächsten Tag hat er gesagt, ah, die ganze Nacht nicht geschlafen, hat wieder Schmerzen und dann haben wir wieder ein Bild gemacht und dann, also es war irgendwie nicht vorauszusehen, weil er weiterspielen wollte. Es war jetzt nicht irgendwie, ja, der eine Schlag oder der eine Punkt, sondern ja, merkwürdig gewesen, ja. Und von dem Spieler, der ja noch gar nicht, finde ich, das Regierung schon gespielt hat, zu dem, der bisher alles gespielt hat in der Liga, Rossi, hat noch keine Minute verpasst. Jetzt haben sie ihn geschont oder was war der Grund, dass er nicht gespielt hat? Erste Frage. Und zweite Frage, warum ist er wieder so wichtig? Also irgendwie steht er oft in der Kritik, aber er setzt sich irgendwie immer durch, egal welcher Trainer war, er hat immer gespielt. Ja, ja, ich glaube, Rossi, der hat von Anfang an nicht eine Einheit verpasst, also, hat alles mit durchgezogen. Er ist nie verletzt. Das ist immer jemand, auf den sich jeder Trainer verlassen kann. Und ja, ich bin froh, dass ich ihn habe. Und jetzt habe ich Marco Schuster und ihn, die halt jetzt so viel gespielt haben, einfach mal eine Pause gegeben. Marco habe ich auch rausgenommen. Und ja, die sind jetzt auch wieder dabei, sind erholt. Und ich wollte sie einfach jetzt mal von dem Hintergrund her, dass ich halt jetzt so viel gespielt habe und nie gefehlt haben, einfach jetzt mal die Möglichkeit gehabt haben, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ihm einfach auch mal ein bisschen Pause zu geben, dass er sich erholen kann. Aber ja, Rossi ist hier eine Konstante und ja, wie gesagt, man kann sich immer auf ihn verlassen. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Können Sie vielleicht auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie wichtig er auf dem Platz ist, von der Spielweise, aber auch in der Kabine, von seiner Art, wie er mit den Jungs umgeht, wie er vielleicht auch mit ihnen, also, oder vielleicht der Kontakt ist, der verlängerte Arm für Sie ist, zur Mannschaft? Ja, ich habe so zwei, drei Spieler, mit denen ich ja, also auch Sachen besprechen kann, die sie auch in der Kabine weitergeben kann. Und da ist Rossi auch einer, der halt auch immer positiv ist. Und ja, auch mal jetzt wie in Aue, wo dann nochmal ja, ein Zeichen gesetzt werden muss auf dem Platz, da ist dann auch mal einer, der sich dann auch wehrt für die Mannschaft, der auch mal dazwischen haut dann, den Gegner auch mal zeigt, ne, wir sind Hansa, ja, gegen uns. Ja, ist nicht gut Kirschen essen und so einer ist es, den braucht die Mannschaft, der dann auch mal in schwierigen Zeiten auch vorne weggeht und auch mal dazwischen haut. Und das ist ganz wichtig, das wird oft unterschätzt. Fußball ist auch viel mental, Kopf, und da ist er stark. Ja. In meiner Wahrnehmung, Sie sind ja viel näher dran, aber in meiner Wahrnehmung ist er auch derjenige, der das Team stellt und coacht, das Gesamte sozusagen auf dem Feld, während andere ja dann vielleicht eher den Nebenmann coachen und, oder den, der einen davor ist, aber eher so die ganze Mannschaft. Ist das richtig? Nehme ich das richtig wahr oder wie nehmen Sie ihn da wahr in der Kommunikation auf dem Platz? Ja, du kennst ihn ja länger wie ich. Also, ne, wie gesagt, ich habe es ja eben gesagt, er ist immer einer, der halt vorne weggeht. Ich bin ja hierher gekommen und ne, ich komme dir oft irgendwo hin und dann, ne, der ist, ne, keine Ahnung, gefährlich und der ist und dann unterhält man sich mit den Leuten und dann merkt man, oh, der ist ja ganz in Ordnung. Also ich bin hier ganz wertfrei hierher gekommen, habe alle kennengelernt und wollte jedem auch fair behandeln. Und ja, Rossi ist ein wunderbarer Teil der Mannschaft und auf den kann man sich einfach verlassen. Also er ist außerhalb und ja, innerhalb sowieso, ja, habe ich da keine Probleme und wie gesagt, bin sehr, sehr froh, dass ich ihn habe. Der ist ein Vorbild für die Jungs. Jetzt würde ich nochmal auch kurz aufs Spiel eingehen. Sie haben ja schon ein bisschen was gesagt. Vielleicht, wie erwarten Sie Aachen vom System her? Die haben so ein bisschen gewechselt. Heiner Backhaus hat immer so ein bisschen angepasst, so ähnlich wie Sie das auch tun auf den Gegner. Erwarten Sie Dreier- oder Viererkette? Erwarten Sie, Sie haben schon gesagt, eher hochpressend oder doch eher tiefer? Wie erwarten Sie den Gegner? Hochpressend. Also Sie spielen teilweise Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Und
Ja, wie gesagt, man hat nicht viel Zeit am Ball. Also sie verteidigen nach vorne, sind sehr aggressiv. Eingespielt. Ja, sie sind jetzt lange zusammen auch mit dem Trainer. Da stimmen die Abläufe. Also sie sind ja wirklich eine Einheit und da müssen wir dagegen halten und uns das Spiel durchsetzen. Also es ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Jetzt habe ich sie auch in Dresden gesehen, haben sie es auch sehr gut gemacht beim 0-0. Also darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Wir müssen da 90% lang nicht. Wir müssen da an unsere Grenze wieder gehen, um die 3 Punkte hier zu lassen. Und das werden wir auch machen. Ich vermute, Sie werden es nicht beantworten, aber ich versuche es trotzdem. Wo sehen Sie Schwächen? Wie können Sie den Gegner packen? Ja. Die Schwächen vom Gegner. Wir analysieren immer die Schwächen und Stärken. Ja, aber jetzt, wie wir das genau angehen wollen, das kann ich leider Tommy heute nicht verraten. Du bist selber Trainer. Also ein bisschen was müssen wir auch für uns behalten. Aber wie gesagt, es wird nicht leicht. Auch wieder eine Mannschaft, die Einwürfe hat lange, die viel über Einwürfe kommt, ähnlich wie Ingolstadt. Da müssen wir auch wieder hellwach sein. Vielleicht noch letzte Frage von mir. Mit Bentley Baxter-Bahn ist ein Spieler, der war hier ein wichtiger Spieler in der dritten Liga und auch in der Aufstiegssaison. Der ist da jetzt auch, so weil ich das gesehen habe, gesetzt im zentralen Mittelfeld, mal Achter, mal Sechser. Welchen Wert sehen Sie in ihm für Aachen und ja, wie schade ist vielleicht, dass er nicht da spielt und nicht hier? Ja, das war ja vor meiner Zeit, aber er ist halt einer, der nicht müde wird, ne? Der immer wieder anläuft, der ist ein Energiebündel, der gute Mentalität hat und darüber freut sich ein jeder Spieler, ist ein wichtiger Spieler fürs Team, weil er immer unterwegs ist und ja, aktiv ist, also das ist ein guter Junge, ja. Jan Tedjogaid, NDR 1 Radio MV. Ja, ich habe noch mal eine Frage zur Aufarbeitung des vergangenen Spiels in den vergangenen Tagen. Sie hatten ja in der Liga dann schon noch einen Aufwärtstrend mit den 2 Siegen, die Sie da eingefahren haben, deutlich gemacht. So ein Spiel wie jetzt in Neustrelitz, haken Sie das ganz schnell ab? Das war ja dann doch an der einen oder anderen Stelle recht holprig. Oder gab es da trotzdem noch mal auch eine sehr tiefer gehende kritische Analyse? Ja, wir haben es natürlich analysiert und wie es halt immer so ist, wenn du halt glaubst, es geht mit 90% oder 95%, ja, dann wird es schwierig, auch im Pokal, weil es halt die Umstände, ja, es war sehr vergiftet, die Atmosphäre war vergiftet, wir haben leider die vielen Chancen nicht genutzt und dann ja, mussten wir halt bis zum Schluss gehen, aber ja, ich glaube auch, dass es auch wieder ein wichtiges Spiel für uns war, dass wir halt ruhig geblieben sind, haben uns nicht provozieren lassen, dass wir an uns geglaubt haben. Also, und merken halt jetzt auch, dass wir ja, bis zum Schluss Stehvermögen haben und das Spiel auch entscheiden können am Ende. Oder auch beim 0-1 Rückstand. Wir sind jetzt da schon stabiler oder glauben da jetzt auch wieder mehr an uns, weil wir halt auch jetzt ein riesen Stehvermögen haben und wir können wie in Aue oder überall, auch wenn wir mal 0-1 hinten legen, oder jetzt gegen Mannheim, aber wir sind immer wieder gekommen. Die Mannschaft hat ein Riesenherz, eine Riesenmentalität jetzt bekommen und das gibt auch Glaube und ich merke, dass da jetzt was zusammenwächst und die Erkenntnis war auch, dass wir jetzt auch dann ruhig geblieben sind bis zum Schluss und immer weiter nach vorne gespielt haben. Zu Null gespielt haben ist auch oft wichtig, wenn man zum Pokalspiel spielt, wenn man dann aufmacht, ja, kann man dann auch mal schnell in den Konter laufen. Ich glaube, dass das dann schon auch so ein bisschen alles ein bisschen reifer geworden ist. Frage ging auch in die Richtung, dass Sie dieses Selbstbewusstsein, das jetzt durch die Liga ja doch wieder entstanden ist, durch die Erfolge, dann in erster Linie dann auch stärken und halten wollen und dann vielleicht so ein Spiel, das nicht so gut gelaufen ist, dann auch nicht über Gebühr zerreißen. Nee, wie gesagt, also man muss das richtig einordnen. Es war, wie gesagt, sehr, sehr holprig. Fußballerisch ging nicht viel. Na, dann haben wir halt dann viel lange Bälle gespielt, sind auf die zweiten Bälle gegangen. Wir haben halt, ja, das Ding nicht über die Linie gebracht, aber sind trotzdem uns nicht verrückt machen lassen, haben uns nicht provozieren lassen und das ist ja auch irgendwo schon ein bisschen Reife, weil da gibt es auch andere Mannschaften, die sind schon raus, auch gegen unterklassige Gegner. Na, da muss man immer von Anfang an konzentriert sein und es war vielleicht jetzt auch mal gut, dass man halt gesehen hat, wir müssen immer an die Grenzen gehen, ne, 90% lang nicht, wir müssen immer unser Limit gehen, um dann auch die Spiele zu gewinnen.
alle Fragen beantwortet. Perfekt. Bernd, dann wünschen wir dir natürlich maximale Erfolge, uns maximale Erfolge am Sonntag um 14 Uhr gegen Alemannia Aachen. Und es sind noch weitere Hansa-Teams am Wochenende im Einsatz. Bereits morgen spielt unsere U23 bei der SG Dynamo Schwerin um 19 Uhr. Unsere U19 spielt Sonntag bei St. Pauli, unsere U17 am Sonntag zu Hause gegen Union Berlin und unsere Frauen sind am Sonnabend im Einsatz bei RB Leipzig. Und dann habe ich noch einen wichtigen Termin für alle, die sich noch mit Fanartikeln eindecken wollen, fürs Heimspiel am Freitag um 15 Uhr. Also morgen eröffnen wir unseren neuen Fanshop am Universitätsplatz und freuen uns auf ganz viele Besucher. So, vielen Dank. Danke.